So, Leute, ich glaube, wir fangen jetzt mal an. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Oh, Frank, das authentisch kann ich. Hä, ja, kam das nicht gut rüber? Authentisch kann ich. Oh, nee, ey. Kurzer Moment, aber dann geht's los. Ich guck mal eben, wo wir uns hier... Oh, ja. Also, ich würde... Meinst du einen oben? Nee. Einen unten? Unten! Echt, einen unten? Ja! Einen unten? Ja. Okay, wir machen unten. Schau, Leute, wir schauen. Rezo! Mit die Zerstörung, Teil 1, Inkompetenz. Es geht um die CDU. Also, das ist quasi, also, ne? Gut. Am Gegenteiltag ist das die Lieblingspartei. Oh. Das ist aber jetzt kontrovers. Es ist wieder Zeit für so ein Video. In diesem Video geht es um Politiker, die sich Fehlverhalten geleistet haben. Nicht irgendein random Versprecher, nicht irgendein peinlicher Satz oder so, sondern es geht vor allen Dingen um das Scheitern und Verkacken in essentiellen Skills, die man als Politiker... Okay, da habe ich auch schon was. Mhm. Hier der Bundeskanzlerkandidat von Scholz. Laschet. Nee, Laschet. Oh. Ja. Also das Einzige, was ich so von dem jetzt gesehen habe, ohne das... Von Laschet, ja. Dass der, da wird gesprochen, hier Flutopfer, und er steht im Hintergrund und lacht. Wo du denkst, du bist hier, das ist dein, also dein Bezirk. Ja, ja. Du kannst doch jetzt nicht einfach, da geht's gerade um, Leute haben alles verloren und du stehst im Hintergrund und lachst. Ja, das kannst du nicht bringen. Also, gut, kann er schon, aber... Ich hab bei TikTok habe ich auch einen Clip gesehen, da hat Markus Lanz ihn übelst hops genommen, weil er nämlich gesagt hat, Deutschland ist momentan an einem Punkt, wo sehr viel falsch gelaufen ist. Und dann sagt er, ja, wer hat in den letzten 16 Jahren regiert? Geht es? Herrlich. Okay. Inkompetenz. Politiker in einem hohen Amt haben sollte. Es geht um Respektlosigkeiten und klare Unwahrheiten der Bevölkerung gegenüber. Es geht um illegale Aktivitäten und wie diese von Politikerinnen nicht bekämpft, sondern geschützt werden. Es geht um die offensichtliche Verschwendung von hunderten Millionen Euro Steuergeldern und es geht um eine Menge mehr. In diesem Video kommen nicht alle Parteien gleichmäßig vor, weil eben diese krassen Fälle nicht bei allen Parteien gleichmäßig auftreten. Ob das mit politisch... Also gucken wir jetzt ein Video über die AfD? Nee, ich auf dem Thumbnail war CDU. Ah, okay. War schon CDU. Ja, gut. Und es ist ja auch nur... Ich glaube, die Zeit reicht doch nicht für die AfD. Macht zu tun hat oder damit, dass in manchen Parteien halt mehr loste Leute unterwegs sind als in anderen, mag ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, wer verkackt hat. Okay. Ich werde auch in diesem Video die bayerische CDU einfach wieder CDU nennen und wie immer sind alle Quellen transparent in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr wisst, ich mache sowas nicht oft, aber wenn, dann ordentlich. Los geht's. Dann wird immer richtig. Jetzt wird, also jetzt müsst ihr euch anschnallen, das wird jetzt wieder wild. Wild und heftig und ne, aufpassen, hier ist Bildungsmaterial jetzt. Auch mal ohne die Gürtel hier. Ja, aber trotzdem mal so Bildung. Ein Tiefschlag, der muss auch mal sein. Abi. Starten wir mit einem Thema, das ihr alle mit Sicherheit mitbekommen habt. Vor einigen Wochen gab es eine Hochwasserkatastrophe, wo viele Menschen ihr Hab und Gut, ihr Zuhause oder sogar ihr Leben verloren haben. Und da ist einiges schiefgegangen. Nicht nur, dass Wetterdienste starke Warnungen ausgesprochen hatten, die irgendwie teilweise nicht richtig an die Bevölkerung rankamen. Ich meine, Tage vorher wurde die Regierung schon vor Hochwasser gewarnt und 24 Stunden vorher wurden die von Hochwasser betroffenen Umgebungen nahezu präzise vorausgesagt. Gegen einen CDU-Politiker wird sogar staatsanwaltschaftlich ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Auch scheint die Vorbereitung der Warnsysteme nicht so dufte gewesen zu sein. Wir haben in Deutschland für solche Fälle eigentlich Warnsysteme, also sowas wie Sirenen oder Apps. Und die wurden auch letztes Jahr an einem Tag deutschlandweit getestet. Und dabei hat man festgestellt, dass da sehr vieles... Das lief super, sagen wir das mal so. Ich glaube, das ist daran gescheitert, dass das Netz das nicht schafft, eine SMS zu schicken. Ja, aber auch einfach so... Das? Haben Sie denn hier die... Umfrage in der irgendwie so Fußgänger. Haben Sie denn Sirenen gehört? Welche Sirenen? Ja, heute war doch Test. Wovon? Ja, die Not, also Hochwassersirenen und sowas. Hier war keine Sirene. Wo du denkst, ja moin. Scheiße, ey.
nicht so funktioniert. Die Regierung selbst sprach von einem Fehlschlag. Und dann wollte man es eben fixen und dieses Jahr nochmal testen, aber der Test wurde dann abgesagt. Man dachte sich, lass das lieber 2022 nochmal testen. Und ein paar Wochen, nachdem man das abgesagt hat, war dann halt die Hochwasserkatastrophe. Dafür verantwortlich ist ein Bundesamt, was der CDU unterstellt ist, und letztlich halt auch noch das Innenministerium, was da drüber steht, auch CDU. Es scheinen also manche Leute ihren Aufgaben vielleicht nicht so ganz gewachsen zu sein, und ich könnte jetzt noch einige Sachen aufzählen, aber eine Person ist beim Hochwasser ganz besonders negativ aufgefallen. Und zwar dieser Kollege hier. Das hier ist Armin Laschet. Der ist nicht nur Kanzlerkandidat der CDU, sondern aktuell Chef von Nordrhein-Westfalen, wo die Situation mit dem Hochwasser ziemlich extrem war. Da konnte er also nochmal unter Beweis stellen, wie er denn so ein Land führen kann. Er wollte sich vor Ort in Hagen mit Leuten für eine Krisenbesprechung treffen. Da sagte er dann auch, dass er mit dieser Katastrophe keine Bilder erzeugen möchte für Wahlkampf oder so. Ironischerweise hatte sein Social-Media-Team zu dem Zeitpunkt literally schon Bilder auf Social Media gepostet, schön mit Gummistiefeln im Wasser. Die hat er nämlich vorher gemacht in einer anderen Stadt, während die bei der Krisenbesprechung anderthalb Stunden auf ihn gewartet haben. Da hat er vorher auch noch ein exklusives Video-Interview vor den Fluten gemacht, mit der Bild-Zeitung, deren Ex-Chefin seine PR macht. Da sagen jetzt viele Leute zu Recht, weiß ich nicht, Digga, muss das. Aber das war nicht das einzige Problem mit Armin Laschet beim Hochwasser. Nicht mal das einzige Problem am selben Tag. Denn er fiel damit auf, dass er völlig widersprüchliche Aussagen gemacht hat. Am Vormittag kam eine Nachricht, dass Laschet bei bestimmten Klimamaßnahmen bremst und diese Maßnahmen nicht möchte. Mittags sagte er dann in einem Interview, wir werden immer wieder mit solchen Ereignissen konfrontiert werden. Und das bedeutet, dass wir bei den Maßnahmen zum Klimaschutz mehr Tempo brauchen. Und nachdem er dann diese politische Forderung zum Klima gestellt hat, sagte er dann ein paar Stunden später bezüglich Klima, ich glaube, als erstes ist auch jetzt nicht die Zeit, politische Forderungen zu stellen. Weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Bro, was jetzt? Wie wär's, wenn du einfach mal einen richtigen eigenen Standpunkt hast? Wahlkampf kann ich. Politik? Durchgespielt. Also, ja. Marvin? Ja? Also ich finde, wir sollten was ändern hier. Okay. Ja. Eigentlich finde ich das doch nicht. Wir sollten einfach alles so lassen, wie es ist. Ist gut so, ne? Ja. Ist gut so. Ja. Bin ich auch der Meinung. Ja, also nicht ändern. Ne? Aber eigentlich sollten wir jetzt nicht alles über einen Kamm schweren. Das ist doch eigentlich, also vielleicht eine kleine, also vielleicht. Ja, ich habe auch schon überlegt, was zu ändern. Also habe ich auch schon überlegt. Wir sollten was ändern. Ja. Habe ich schon von Anfang an gedacht, ja, ändern. Habe ich gleich gemerkt. Aber es ist jetzt nicht die Zeit, finde ich. Nee. Das ist eigentlich auch schön so, wie wir es haben. Ja. Ne? Würde ich auch sagen. Ist toll. Ist toll. Ist toll. Ja. Politik können wir auch. Aber jetzt mal so. Würde ich jetzt in meinem Beruf losgehen? Du bist jetzt Kunde. Mhm. Fragst, kaputt. Ja. Was denn kaputt? Dann sag ich, oh ja, kaputt. Der Reifen ist kaputt. Der Reifen hier. Ah, nee. Nee. Der Sitz. Der Sitz, das ist doch! Eindeutig! Also, nein! Eigentlich läuft das Gerät. Ist halt. Eigentlich nie was mit. Du kannst, also, tut mir doch leid, aber du. Also, wie kann man so lost sein, oder? Der Kunde wird doch dann, du würdest dann. Herr Klinfort, gut. Telefon? Also, Herr Klinfort, den hätte ich gern nicht mehr hier auf dem Hof. Weil. das war's dann auch. Ja, also. Das sind jetzt so Aussagen. Aber das war nicht mal sein größter Skandal beim Hochwasser. Denn einmal, als der Bundespräsident gerade eine Rede gehalten hat und literally gerade über das Leid der Menschen vor Ort sprach, hatte Laschet eine sichtlich gute Zeit. Also er hat da im Hintergrund nicht nur kurz über einen Joke geschmunzelt, sondern wirklich in einem Ausmaß und Dauer gelacht, wofür du in einem Schulunterricht rausgeschmissen werden würdest. Zwei Sachen fucken mich dabei besonders ab. Erstens, in einem Krisengebiet, wo echt viele Menschen gestorben sind, wo Hunderte verletzt sind und vermisst, wo unzählige Menschen ihr Hab und Gut und ihre Existenz verloren haben, vor Ort öffentlich so zu sein, ist inakzeptabel auf einem anderen Level. Zweitens, unabhängig davon, klammern wir das mal aus. Wenn man sich auf eine bestimmte Art und Weise darstellt und dann, wenn man denkt, dass man nicht gefilmt wird, ist man plötzlich ganz anders.
dann wirkt das krass unauthentisch. Wird übrigens nicht dadurch besser, dass der Bundespräsident, der aus der SPD kommt, sich nicht ganz so krass, aber auch ähnlich verhalten hat, als Laschet dann am Reden war. Aber, wo wir gerade... Auf beiden Zehen war jetzt die Frau. Vielleicht hat die Frau auch einfach... Vielleicht ist sie auch gut drauf. Vielleicht hat die ein lustiges Gemüt. Das kann natürlich sein. Und die haut da einen nach dem anderen raus und dann musst du da einfach stehen und dich echt sagen, puh, das war schon gut. Ja. Also... Aber ist eigentlich auch schon echt traurig, ne? Oder? Ist eine Frechheit. Ist doch echt. Ist eine absolute Frechheit. Wie respektlos eigentlich. Ja. Also, ich könnte jetzt was sagen, aber das verkneifen wir, also ich mir, weil dann dürfen wir kein Twitch mehr machen, oder? Nee, ja. Okay, gut, dann machen wir lieber weiter. Über Inkompetenz bei PR sprechen, da gibt's noch mehr. Perfekt. PR ist nicht easy. Wenn alles, was man sagt, gefilmt wird, gibt es bei jedem mal kleinere Fails und Versprecher. Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können. Oder auch das hier. Wir haben jetzt jeden vierten Deutschen geimpft. Diese Woche wird es noch jeder fünfte werden. Klar könnte man jetzt unterstellen, Jens Spahn, der kann gar nicht Mathe rechnen. Ja, aber come on, das war einfach ein funny Versprecher, gutes. Aber es gibt halt einfach Sachen, die kannst du bei PR nicht so bringen. Wenn die Grünen... Muss ich auch sagen, so ein Versprecher kann halt jedem mal passieren. Ja. Das ist ja auch das, und was wir... Das waren jetzt auch so Sachen, wo du sagst, ja. Mit Kobold. Das ist ja das, was man sich bei Satter Hugo und kein Konzept halt auch anguckt. Ja. So ist halt funny. Ist halt also, so. Hast du auch Batterien mit Kobold? Ja, das sind die guten. Ja. Die irischen Batterien, ne? Ja, die da sind auch kleine... Die haben dann den Topf, da ist dann nicht das Gold drin, sondern die Elektronen. Ah. Und die werden dann von links nach rechts werden die Elektronen, damit du auch Strom hast. Das ist gut. Ja, das waren die kleinen Kobolde. Finde ich gut. Ja. Zum Beispiel auf einem Foto ganz stolz zeigen wollen, dass sie ja frauenpowermäßig voll am Start sind. Dann ist es ja cool und ist auch irgendwie basically was dran, weil zum Beispiel im Bundestag haben die mehr Frauen als Männer. Aber wenn man sich dann das Originalbild anguckt und einfach sieht, dass sie die Männer dabei rausgekroppt haben, dann ist das schon so... Why? Halt einfach unnötiger Move, wirkte halt so ein bisschen verkrampft, einen auf Frauenpower machen. Peinlich war auch, als Laschet auf eine Frage zu Diversität und Gleichberechtigung gesagt hat, dass es ja vielleicht ein Mann besser kann als eine Frau. Mehr an diese Geschlechtergerechtigkeit gedacht wird. Und das können Sie als Bundeskanzler prägen. Vielleicht sogar noch als Mann eher als Frau. Junge, insbesondere wenn du und deine Crew nicht gerade dafür bekannt seid, dass ihr das mit der Diversität so mega vorbildlich hinbekommt. Also die CDU hat im Bundestag fast viermal so viel Männer wie Frauen. Nur die AfD hat noch weniger Frauen. Ach, und auch im NRW-Kabinett von Laschet selbst sind auch nur vier Frauen. Also insbesondere bei solchen Stats hinzukommen und zu sagen, ja, maybe kann das ein Mann besser als eine Frau, ist nicht so smart, aber meine... Wie alt ist der Laschet? Armin? Ja. Den 6 hat er auf jeden Fall vorne. So. Sagen wir, der macht noch... Grob geschätzt macht er noch 30 Jahre. Ja. Was will der an Deutschland noch retten? Da, alles. Mit seinem Kegelverein, den er da gerade hatte, da in den Game Fischen. Sein Kegelverein? Ja, ich weiß nicht. Die stehen doch alle nur in seinem Internet. Internet? Ja, Internet, was ist das? Ei, das wird sich auch nicht durchsetzen, das Internet. Also das sehe ich aber auch, also Brieftauben, da sehe ich nicht. Guck mal, jetzt nichts gegen ältere Leute, die werden die auch wieder alle wählen. Ja. Das ist leider so. Ja. Nur diese Gruppierung ältere Menschen, ja, die bewegen hier aber in Deutschland auch nichts mehr. Nee, weil ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, der Typ, ich weiß gar nicht, der Typ hat es doch voll verkackt schon. Und das, wir haben jetzt 6 Minuten 52 davon diesem Video gesehen. Und er hat es jetzt schon volle Leute verkackt. Weil das ist schon so eine Person, wo ich sage, du kannst mich wählen oder jemand anders. Ah, wie, jemand anders? Ja, genau. Wen denn? Das der ist egal. Dann, ich guck mal. Das ist doch wirklich, also ich hätte ja sowieso nicht die CDU gewählt, aber auch Leute, die CDU wählen, die müssen doch auch denken, was stimmt denn nicht mit dem? Die kriegen das aber gar nicht mit. Sagen wir jetzt einfach so, Oma und Opa sitzen auf dem Sofa abends, gucken ARD, hören sich das an. Sagen, ja gut. Kriegen aber von dem Ganzen, weil ARD wird ja nicht zeigen. Guck mal, der hat hier gelacht, also bei der Rede und guck mal hier. Das kriegen die alles gleich mit. Ja, die sehen immer nur diese Interviews, wo, oh ja. Nur die guten. So gehen Oma und Opa dann auch los. Ich hab meine Kreuze gemacht. Ja. Laschet. So.
Und das ist aber der Punkt. Oma und Opa werden noch lange leben. Ja. Aber irgendwann, die werden nichts mehr bereisen in der Zukunft. Für die ist so der Punkt, die werden nicht mehr das Land verändern. So der junge Schwung. Aber da hört ja keiner. Da sagt die CDU, junge Leute, das sind alles Bots. Ich denke mal, das sind alles Bots. Ich denke mal, da werden auch noch bestimmt in dem Video jetzt noch ein oder andere Lobbyismus-Anspielung kommen, weil da ist die CDU, glaube ich, auch gut vertreten. Gut vertreten. Persönliche Königin der PR-Fails ist Julia Klöckner. Oh, Influencer-Queen. Oh, Frank. Julia, auch aus der CDU, ist verantwortlich für Ernährung und Landwirtschaft. Und ihr habt vielleicht schon mal von ihr gehört, weil es da so einige Sachen gab, wo sie, ich sag mal, amateurhaft rüberkam. Es gab zum Beispiel mal ein Video, in dem Julia neben dem Chef von Nestlé stand und strahlend darüber gesprochen hat, wie schön das ist, dass die jetzt 10% Zucker reduziert haben. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fett in den Produkten, die Bürger gerne mögen. Jetzt mal völlig unabhängig davon, dass dieser Konzern extrem in der Kritik steht für eine Menge und es deswegen schon als Ministerin nicht so nice ist, solche werblichen Videos zu machen. Vor allen Dingen proaktiv, denn angeblich ging das Ganze von Julia und ihrem Team aus. Die wollten das wohl machen. Klammern wir diese ganzen Aspekte mal aus. Denn das Krasseste ist, die haben nicht mal Zucker um 10% reduziert. Eine Verbraucherzentrale hat das gecheckt und kam zu ganz anderen Schlüssen. Unter anderem gab es sogar Produkte, bei denen der Zuckergehalt um 200% gesteigert wurde. What? Also, die Promo-Statements von irgendwelchen Konzernen nicht zu hinterfragen, sondern stattdessen, ohne sie zu überprüfen, einfach lächelnd auf staatlichen Kanälen zu verbreiten, ist natürlich unfassbar inkompetent und unprofessionell. By the way, Julia, einfach Werbung für einen Online-Alkoholshop auf den eigenen Kanälen zu verbreiten, ist als Ministerin auch unfassbar unprofessionell. Nein! Was war das jetzt? Nein! Bier Select? Bier Select, hier ist Geschmack drin. Wir haben die Besten. Am Ende der Reinigungssitzung. Das Maul. Oh, Scheiße. Der Kiste Kraftbier. Der erste Kommentar hier. Wird jetzt der Agrarhaushalt schon durch Product Placement aufgestockt? Nice. Halt's Maul, nice, Mann. Nice. Wo ist denn hier Hashtag Werbung, Freunde? Das gibt eine Anzeige. Ist ja doch hier. Hashtag. Hast du doch. Was denn? Ja. Oh shit, Alter. Das kannst du, also. Perfekt. Das ist Bescheid, also, Alter. Die ist gut. Ja, die ist. Die läuft, ne? Das ist echt wirklich eine, wo du sagst: Junge, Junge, Junge. Mit Lügen Laschets und sie, das ist schon. Das läuft bei denen. Die sind so. Ja. Das, aber von, das ist schon kurz vor Ghetto Fast. Ja gut, Laschet war wahrscheinlich so, müssen wir die jetzt nehmen? Ja. Das ist eine Frau. Ich hab hier noch meinen Schwager. Ja. Helmut, ja, der kann das. Ja, der kann viel besser Bier zeigen. Ja. Der nimmt auch noch, der hätte auch noch eine Frau. Der hat Armin auch gleich gesagt, hier, du mit der Brille, hier, komm ran, hier, stell dich mal neben der Frau auf das Bild hier. Ne? Nachher steht die da noch alleine, die kann den Karton noch gar nicht tragen. Ja. So. Eigenen Kanälen zu verbreiten, ist als Ministerin auch unfassbar unprofessionell. Aber sowas ist bei ihr nicht mal ein Einzelfall. Bei einer werblichen Kooperation mit Kaufland hat sie vor einer Kamera gekocht. Das war offiziell ein Placement-Video für Kaufland. So, noch den Rest ausbacken. Und für welche Produkte wurden denn da so geworben? Für Fleisch der Güteklasse 1. Tolle Lebensmittel. Das ist das billigste Fleisch, das am meisten Tierleid mit sich bringt. Ich will, dass es allen Tieren gut geht, dass Tierwohl sich lohnt. Ja, Julia, dann mach maybe nicht bei Billigfleisch Werbung mit. Es gibt noch viel Heftigeres zu Julia, aber das kommt am Ende von diesem Video in einem eigenen Part. Erstmal geht es weiter mit Fällen, wo man sich gar nicht so sicher sein kann, ob da jemand wirklich so inkompetent ist, oder einfach gerade straight up die Bevölkerung verarscht. Ich würde ein zweites sagen. Aber Frank, wir gehen ja neutral an die Sache rein. Ne? Also es kann ja auch einfach nur Unkenntnis sein. Ne? Okay. Ja. Ja, nee, alles klar. Also, ne? Es gibt Fälle, bei denen Politiker einfach nicht so die Skills haben und nicht so viel Plan von dem Thema haben und deswegen failen. Aber es gibt auch Fälle, bei denen man sich denkt, hä? So doof kann doch keiner sein. Und dann beschleicht einen natürlich so ein bisschen die Frage, ob die denn extra einen auf unwissend machen, um die Bevölkerung vielleicht anzuflunkern. Und um den Unterschied zwischen diesen beiden Fällen klarzumachen, kommt jetzt erstmal ein Beispiel für aufrichtige Inkompetenz. Ja, ABK rendert das Video schon. Die haben Trimax, die haben den
Der Trimax, jetzt kommt ganz hart, Trimax ist eigentlich einer von der CDU. Und die CDU hat ein Jahresprojekt, so, wirklich so ein 10-Jahres-Projekt. Ja. Max, geh mal ins Internet und spiel mal eine Lostness vor. Dann sieht das nicht so schlimm aus, wenn wir das machen. Ja, du bist noch jung, du geh mal ins Internet. Ach du Scheiße. Wir wollten eigentlich am Tor schicken, aber ja gut. Genug Schabernack. Da hast du es. Nämlich Internetausbau. Also wo es überall in Deutschland ordentliches Internet gibt. Also in den letzten Jahren, wo die CDU dauerhaft stärkste Partei im Bundestag ist, ist das Internet zu einem sehr, sehr wichtigen Ding geworden. Trotzdem kackt Deutschland in diesem Zeitraum total ab. Erst recht bei Glasfaser, aber auch bei normalem Breitbandausbau. Hast du gerade das gesehen? Frank? Kannst du bitte nochmal zurückgehen? Hast du gerade die Prozentzahl gesehen? Deutschland, Glasfaserausbau, 4,7%, Freunde. Jawohl, 4,7! Das ist fast die 5%-Hürde. Ja, damit bist du drin. Aber ich gehe nach Schweden. Schweden, da ist nur Land. Die haben kaum Häuser. Da ist 73% ausgebaut. Was ist da los? Ja gut, da meckert auch keiner rum, wenn du da durch den Vorgarten rennst mit dem Spaten und sagst, hier buddel ich jetzt ein Loch. Da sagt das keiner was. Das kannst du dir nicht ausdenken. Gut, Südkorea, da sagt auch keiner was. Nee, ach, Südkorea. Südkorea hat aber auch die... Ne? Die, ich glaube, haben die nicht, glaube ich, die schnellste Internetleitung sogar? Ja, das kann durchaus sein. Alter. Glasfaser, aber auch bei normalem Breitbandausbau geht es nicht wirklich voran. Aber das Wackste daran ist, dass die Regierungen, also immer die CDU mit entweder SPD oder mit der FDP, in diesem Zeitraum ständig ihre selbst gesetzten Ziele nicht schafft. Merkel meinte schon vor über 10 Jahren, dass sie bis Ende 2010 Breitband für alle schaffen wollen. Das haben sie nicht geschafft. Und dann so, ja, aber wir schaffen bis 2014 so 3/4 der Haushalte. Das haben sie auch nicht geschafft. Dann so, ja, aber wir schaffen bis 2018 für alle. Nee, haben sie auch nicht geschafft. Das hätte Kim gern. Also wirklich, Eda. 50 Mbit. Okay, wie 150. Ja, Mensch. Ist ja Wahnsinn. Hallo, André. Chips Cola. Nee, das geht nicht, Frank. Muss ich, aber, ach Mann, Alter, das mit dem Internet ist auch so brutal. Das tut eigentlich schon immer so weh, wenn man das so liest, was da bei denen los ist. Das ist auch... Der CDU-Wirtschaftsminister meinte sogar vor wenigen Jahren, bis 2021, also jetzt, ist Deutschlands Verwaltung komplett digital. Ich glaube, ich überrasche jetzt niemanden, wenn ich sage, dass auch das nicht geschafft wurde. Also, die grundlegende Kompetenz, die eigenen Ziele einzuhalten oder wenigstens so grob einzuhalten, ist bei den Regierungen in dem Zeitraum hier nicht so derbe vorhanden. Bis 2025 kaum erreichbar. Ja, moin. Wie wollen die das denn schaffen? Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Ich würde sagen, die sollten nochmal Arno Dübel einstellen, dann wäre das vielleicht der macht, schneller. Der macht schneller, ja. Definitiv, ja. Umso lustiger ist übrigens, wenn die CDU sich so als digitalste Partei darstellt. Es lebt. Ich will nicht, dass es lebt. Digital, digitaler. Need for Speed Underground. Oh, halt's Maul. Och, ne. Underground. Man kennt ihn. Ja, das ist auch brandaktuell. Als Maul. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Digital, digitaler. Die da. Die kennen sich aus. Welcome to the Internet. This is your guide. Aber das sind alles Fälle, bei denen man nur unterstellen kann, dass sie halt ihren Job nicht können. Also ich glaube denen, dass sie diese Ziele erreichen wollen, aber halt scheitern. Das wirkt für mich also wie ehrliche Inkompetenz. So, und im Gegensatz dazu gucken wir uns jetzt 3 Fälle an, bei denen die Inkompetenz so krass wäre, dass es halt teils wie Verarsche rüberkommt. Allein ehrliche Inkompetenz. Oh. Ein gutes Beispiel dafür ist die Urheberrechtsreform. Artikel 17 bzw. Artikel 13! Ihr erinnert euch, Good Times. Damals hatten viele Expertinnen, aber auch Kunstschaffende gesagt, ey Guys, wenn ihr diese Richtlinie in der EU so durchboxt, dann muss Deutschland nachher Uploadfilter einbauen. Das steht da nämlich drin. Nee. Daraufhin meinte die CDU dann halt so, nein! Wir wollen ja gar keine Uploadfilter. Kein Mensch beabsichtigt irgendwelche Filter. Also, die CDU hat nicht gesagt, wir wollen keine Uploadfilter. Mal gucken, ob wir das schaffen, wird schwierig. Nee. Die haben gesagt, das steht nicht in der Richtlinie. Deswegen wird es keine Uploadfilter geben. Es wird
keine Upload-Filter geben. Ja, und dann hat die CDU halt praktisch gegen alle anderen Parteien diese EU-Richtlinie. So, wollen wir mal gucken, ja, ja. Und das war, glaube ich, nicht mal das Richtige, ne? War das noch, weiß nicht, ich weiß, das hat, nee, oben steht final. Aber hatte, als das, da hat Rezo, glaube ich, auch eins zugemacht. Und da hat, ich glaube, Rebi dann gezeigt, hier, das ist das. Und dann hat er noch eins gezeigt. Und da waren dann auch von der SPD sehr viele Grün. Ja? Ja. Weil okay. Die haben sich auch gedacht, dann lassen wir uns. Ja, da machen wir mit. Ja. Da machen wir mit. Wahrscheinlich sitzt auch die Hälfte bei der GEMA und gesagt, ja, ja, Logo, das gibt doch Geld. Ja, Wahnsinn eigentlich, ne? Brutal. Und dann ist die Frage, wie viele. Ja, André, wie das, viel, konnte, das konnte niemand sehen. Aber ja, ihr müsst jetzt mal überlegen, wahrscheinlich, wie viel Prozent der Leute, der Namen, die da oben stehen, wissen eigentlich, um was es da jetzt wirklich geht. Meinst du davon? Drei. Meinst du davon, jeder Name weiß zu 100%, um was es bei Artikel 13, Artikel 17 ging? Nö. Wahrscheinlich. Ja. Alle anderen Parteien diese EU-Richtlinie durchgeboxt und danach haben sie dann gemeinsam mit der SPD, Überraschung, Upload-Filter beschlossen. Damit haben die beiden übrigens nicht nur ihren Koalitionsvertrag gebrochen, den sie verbindlich unterschrieben hatten, sondern die CDU hat damit auch ihre Versprechen gebrochen, die sie nochmal. Was passiert, wenn du sowas brichst? Du, keine Ahnung, aber. Also, wenn ich jetzt einen Vertrag breche, dann heißt das, oho, hier Strafe. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, der die Regel macht, kann sie auch brechen, weil er macht ja die Regel. Ja, gut, und es muss ja auch Regeln geben zum Brechen. Ich denke mal, wir gehen nach diesem Prinzip an. Ja, alles klar. Unmittelbar vor der Abstimmung an uns, an die Bevölkerung gegeben hatte. Jetzt gibt es für so ein Verhalten nur zwei mögliche Begründungen. Erstens, die CDU hatte damals wirklich gedacht, was sie gesagt haben. Also, dass durch die Richtlinie auf keinen Fall Upload-Filter kommen. Dann hätten viele von euch diese EU-Richtlinie in ihrer Freizeit besser verstanden als Abgeordnete, die dafür viel Geld bekommen und Berater haben. Und die CDU hätte über eine Richtlinie abgestimmt, die sie selbst nicht mal verstanden hat. Cool. Oder Möglichkeit. Und das ist eigentlich ultra unwahrscheinlich, weil diese ganzen CDU-Politiker, egal ob Axel Voss, der Ehrenheribert Hirte oder wie sie alle heißen, alle von der CDU sind und die da ganz YouTube, was auf Twitter vertreten war, haben die kommentarmäßig weggebasht und immer Argumente gebracht. Ja, da nicht nur das, die haben doch auch alle Berater. Ja, natürlich, da musste auch irgendeiner mal sich mindestens einen Kommentar durchgelesen haben und gesagt hat, oh, warte mal. Also, das ist anscheinend, kommen wir da gar nicht drum herum, dass das dann kommt. Axel? Ja. Also hier kommen ganz viele Nachrichten, ja, die sagen, die erzählen Blödsinn. Das muss doch, das ist doch, also, nee, das haben die hundertprozentig, haben die das. Und Axel hat wahrscheinlich gesagt, lösche den Kauf, ja. Bin im Neuen. Ja. Da hat bestimmt Person A hat ganz viel Geld dafür gekriegt, dass Person B da was durchboxt und Person C ist da auch irgendwo mit involviert und alle freuen sich nachher, dass dann irgendwelche die sind auch wie die Kobolde. Mach ja. Den Topf mal voll. Ja, genau. Wir wollen auch noch ein bisschen was im Topf haben und dann ist auch schön, ne? Nummer zwei, die CDU ist gar nicht so skilllos. Die wussten, dass durch diese Richtlinie möglicherweise oder sicher diese Upload-Filter kommen werden. Aber dann hätten sie halt die Bevölkerung und ihre Wählerinnen und Wähler extrem verarscht und direkt belogen. Nur damit es völlig klar ist, es gibt für dieses Verhalten rein logisch keine andere Begründung als entweder krasse Inkompetenz oder bewusste Verarsche. Ihr könnt natürlich entscheiden, was für euch plausibler wirkt, aber letztlich macht es gar keinen großen. Damals bei der DDR. Da wurde auch bei einer Pressekonferenz ganz aus dem Nichts random gesagt, und wir haben auch nicht vor, eine große Mauer zu bauen. Der Rest ist Geschichte, ne? Also. René? Geschichte. Scheint eine Masche zu sein. Ja, ja. Scheint eine Masche zu sein. Unterschied, weil beide Cases sind extrem abgefuckt. So, auf zum nächsten Beispiel. Laschet! Da ist er wieder. Ein anderes Beispiel, wo man sich denkt, ey, so lost kann man gar nicht sein, ist, als Armin Laschet einmal in einem Interview über das CDU-Wahlprogramm gesprochen hat. Da sagt er, dass im CDU-Wahlprogramm keine einzige Steuerentlastung drinsteht und falls es die geben würde, dann nur für die kleinen und mittleren Einkommen. Bisher war der Vorwurf ans CDU-Programm, es ist nicht konkret genug.
Und insofern steht keine einzige Steuerentlastung drin. Es ist nicht die Zeit für Steuerentlastung. Wenn entlastet wird, dann bei kleinen und mittleren Einkommen. Steht im Programm, aber auch nicht heute oder morgen, weil die Grundbotschaft ist, keine Steuererleichterungen im Moment. Dazu haben wir nicht das Geld. Keine Entlastung oder nur für kleine und mittlere? Warum steht dann im CDU-Wahlprogramm auf Seite 34, dass für Unternehmen Steuern gesenkt werden sollen? Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat übrigens auch mit allen Parteien durchgerechnet, wie sich die jeweiligen Wahlprogramme so finanziell auswirken würden. Dabei kam raus, dass das, was Laschet über die CDU behauptet, also wenn, dann entlasten wir die kleinen und mittleren, eigentlich bei SPD, Grüne und Linke passiert. Und wer profitiert finanziell bei der CDU am meisten? Überraschung, die Reichen. Insofern sagte Laschet hier der Bevölkerung nachweislich die Unwahrheit über das, was die CDU vorhat, wenn sie gewählt werden würde. Und auch hier gibt es wieder nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder er kennt das eigene Wahlprogramm nicht, dann wäre er halt schon todeslost inkompetent. Oder, zweite Möglichkeit, er ist gar nicht inkompetent, er wusste, was drin steht. Dann hat er halt gelogen. Und solche komischen Moves sind bei Laschet übrigens kein Einzelfall. In einem anderen Interview rechtfertigt er sich dafür, dass er erst so spät aus der Kohle aussteigen will, nämlich 2038. Er sagt dazu, dass es dafür ja eine Kommission gab, mit Wissenschaftlern drin und Greenpeace und einem Umweltverband. Und die wollten das so. Wir haben eine Kohlekommission gehabt mit Wissenschaftlern, mit Greenpeace, mit dem BUND. Mit Greenpeace. Die standen alle auf der Liste, aber eingeladen wurden komischerweise nur Betreiber von Kohlekraftwerken, so die, ne, die Kumpels halt. Ne? Ja, der Golfclub. Ja! Und die Kegel-Leute. Ja, die Kegel-Leute, da sind sie doch wieder. Da ist auch das eine Bild entstanden, Frank. Ja, die 60 Jungs. Ja. Professor Schellenhuber, einer der renommiertesten Klimaforscher. Und die haben das Datum 2038 vorgeschlagen. Nee! Haben die halt nicht. Er listet hier Leute auf, die gegen 2038 waren und viel früher gefordert haben. Deshalb wird ihm von Mitgliedern dieser Kommission auch vorgeworfen, dass er entweder falsch informiert ist oder lügt. So, jetzt letztes Beispiel dazu. Das hier ist Andreas Scheuer, auch CDU, und das ist unser Verkehrsminister. Der ist bekannt dafür, dass er seinen Job maybe nicht so mega geil macht. Er wollte zum Beispiel mal eine PKW-Maut einführen, also dass Autos bezahlen müssen, wenn sie so über die Straße fahren. Und weil man für sowas natürlich riesige Systeme aufbauen muss, hat er Unternehmen dafür beauftragt, das zu tun. Das Problem war nur, es war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar, ob er das überhaupt durfte. Ich gehe jetzt nicht auf Details ein, aber es gab juristischen Streit darüber, ob seine konkreten Mautpläne überhaupt rechtlich okay sind. Am Ende guckte sich das der Europäische Gerichtshof an und meinte halt, nee, das dürft ihr nicht machen. Und Andi so, was? Und alle anderen so, ja Andi, das war vorher absolut klar, dass das passieren könnte. So, jetzt könnte man sagen, sagt der Europäische Gerichtshof halt nein. Dann lässt man das halt bleiben. Wo ist denn jetzt der große Schaden? Naja, der Andi hatte halt schon vor diesem Urteil riesige Verträge mit den Unternehmen unterschrieben. Und da hatte er mit denen halt verhandelt, dass, falls das Ganze nicht klappt, riesige Schadensersatzsummen gezahlt werden müssen. Joa, und jetzt sollen halt irgendwas im Bereich... Höchstwahrscheinlich steht aber der Andi mit im Vertrag. Ja. Falls das nicht klappt... Plan B, Frank. Kriege ich 10%. Ja. Tippgeberprovision. Ja. Ne? Von 500 bis knapp 800 Millionen Euro. Davon 10%? Da sehe ich mich auch. Da wäre ich dabei. Ja. Aber weißt du, wem das Geld gehört? Das ist unsers. Steuer. Ja. Steuer, ja, haben wir bezahlt. Ja. Ja. War gut. Steuergelder dafür bezahlt werden. Für nix. Also das mit der Maut findet nicht statt. Man hätte mit dieser Unterschrift ja auch einfach warten können, bis alles safe ist. Aber Insider sagen, dass Andi ganz bewusst damit nicht warten wollte. Grundsätzlich stehen dabei die Aussagen mehrerer Insider im Widerspruch zu denen von Andi. Also irgendwer muss hier lügen. Aber hey, wer die Wahrheit erzählt, kann man doch heute easy rausfinden, weil ja die ganze Kommunikation so digital geworden ist. Deswegen wollte sich ein Untersuchungsausschuss auch das Arbeitshandy von Andi Scheuer angucken. Aber komischerweise waren da einfach die Daten drauf gelöscht. Mit der Begründung, dass das ja nicht so relevant wäre. Die Daten auf dem Handy von einem Minister sind nicht relevant. Übrigens ist sowas Ähnliches vor gar nicht so langer Zeit auch einer anderen Ministerin passiert. Also da war auch ein Untersuchungsausschuss wegen so dodgy Sachen, wo auch
hunderte Millionen Euro Steuergelder irgendwie so weird weggegeben wurden. Und da waren komischerweise auch einfach die Daten auf dem... Ja, das brauchen wir. Ich will doch auch keinen Kassenbon haben, wenn ich irgendwo was kaufe. Außerdem, ich lösche mein Handy auch alle 2 Wochen. Ja, das ist doch ganz normal. Und wenn irgendwas ist, auch mal einen Tag früher. Ja. Weil, wenn einer fragt, hast du denn da noch ein Bild von? Nee, lösch mal jede Stunde. Ja, braucht man doch nicht. Und also Nachricht, also gibt keinen Anhänger. Nein. Also deswegen antwortest du mir auch nicht mehr. Du löschst ja schon meine Nachrichten. Ja, ich weiß auch gar nicht, wer du bist. Ich habe hier irgendwelche Nummern. Das ist einfach, Handy ich habe hier irgendwelche Nummern. Diese Ministerin hatte 3 Handys. Auf allen 3 war nichts zu finden. Oh. Und ratet, welche Partei das war. CDU. Aber das war nur ein kurzer Randfact. Bei der Maut an die Scheuer-Geschichte gilt also wieder entweder hardcore inkompetent und einfach fahrlässig Steuergelder gewastet oder irgendwas lief hier nicht ganz ehrlich ab. Eine andere Möglichkeit gibt es rein logisch nicht. Das ist übrigens bei Andi nicht mal das erste Mal, dass was mit Verträgen nicht so ganz dufte läuft. Aus dem ersten ist das Geld alle gewesen. Und Andi hat sich gedacht, Mensch, ich brauche mal eine neue Schubkarre mit Geld. Ja. Dann mache ich einfach mal Verträge, wo ich drinne stehe mit 10%. Oh. Und alles, ist natürlich alles Spaß. Ja. Wir machen wissen natürlich nicht genau, was da abgeht. Genau. Auch wenn wir das Handy hier haben. Andi, kannst abholen. Ja. Ne? Ist wieder fertig, haben wir gelöscht. Genau. Ist fertig, Andi. Werkseinstellung. Nee. Oder dass er auch offensichtlich Steuergelder gewastet hat. Aber ich lasse diesen Part einfach mal vom EU-Klimakommissar abschließen. Die Verkehrswende soll ja laut EU nachhaltig, krisenresistent und intelligent sein. Muss es wirklich auch intelligent sein? Darf auch blöd sein, wenn es nur klappt. Na, das sind gute Nachrichten für Andi Scheuer. Okay. In diesem Part ging es um Fälle, in denen Politiker so wacke Sachen machen, dass es schwerfällt, sie als nur inkompetent zu bewerten und eine Interpretation von absichtlichem Fehlverhalten auch plausibel wäre. Bevor wir jetzt gleich zum letzten Part kommen, muss ich aber noch auf eine Sache eingehen. Eine kurze Anmerkung. In diesem Video hätte ich noch viele Themen ansprechen können. Zum einen kam die AfD gar nicht vor, obwohl die Boys und Girls von denen die Definition von inkompetent sind. Die sind halt nur dagegen. Immer. Gegen alles. Wenn kein Lockdown ist, heißt es, wir sind dagegen. Und wenn ein Lockdown ist, heißt es, wir sind dagegen. Okay. Ja, okay, cool. Danke für den Beitrag. Insofern, wenn du so dumm bist und AfD wählst, Todeslos sein Urgroßvater. Ich hätte aber durchaus... Nur weil die AfD sagt, dass es den Klimawandel nicht gibt? Aber von denen hörst du auch nichts mehr. Ja. Die haben mit, also jetzt verarmen ihn gerade. Ja, aber nee, du hörst das doch nicht. Die haben ja kein Thema mehr. Ja. Weil Corona, was sollen wir machen? Flut? Ja. An der Überflutung ist auch kein Ausländer schuld. Ist ja alles scheiße. Ja. Als die Flüchtlinge noch Cargo sagen, oh, guck mal hier, wir machen alles aus der Scheiße. Die ganze Deutschland überflutet. Einer hat, glaube ich, mal einen Versuch gestartet mit den, jetzt gerade mit Kabul, mit dem Flugzeug, da wo das Flugzeug mit dem Bild gezeigt haben, wo es sagt, oh, hier, guckt es an, nur die jungen Männer. Und das richtige Bild war, dass die Frauen alle unten links, weil die Frauen und Männer ja getrennter sein müssen. Hat nicht ganz geklappt. Dieses verdammte Internet ist aber auch schlimm. Ja, aber kein Wunder, dass die das nicht wollen. Aber du hörst ja nichts mehr von denen. Die haben ja, was sollen die sagen? Ja. Ja, nur weil die Syrer kamen, haben wir jetzt Hochwasser. Können die nicht sagen. Ja, nee. Können sie schon sagen. Aber da wird es den dümmsten Leuten auch, weil es ergibt keinen Sinn. Die würden auch noch eine Begründung finden. Ja, irgendwie, weiß nicht, mehr Leute hier, Ungleichgewicht der Erde oder so, dann schwappt das ja, gut, stimmt, natürlich. Ne? Oder die sind, jetzt könntest du, mit 10 Mann an der einen Seite reingesprungen. Ja. Kam der Flut. Welle. Ja. Kann alles sein. Kann alles sein. Siehst du, AfD, also, ne, läuft bei denen. Falls ihr noch ein paar Tipps braucht, schreibt mir an. Ich kann euch noch 1-2 gute Ratschläge mitteilen. Bist jetzt auch noch PR-Manager oder was? Also, das kriege ich auch an. Also. Auch bei den demokratischen Parteien noch mehr ansprechen können. Gibt ja genug, was kritisiert wird. Aber teilweise sind Vorwürfe hier nicht drin, weil sie einfach weaker sind als das Level in diesem Video. Und außerdem kommen manche Aspekte ja auch noch in Part 2, weil das hier ist ja erst Part 1. Und wenn ihr im zweiten Part gerne irgendein Thema unbedingt drin haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ganz kurz sage ich aber noch was zu 2 Themen, die im Verhältnis zum restlichen Video hier eigentlich viel irrelevanter sind, aber
es war halt Thema. Erstens, es gab Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock und Laschet, also die Kanzlerkandidatin bzw. Das ist auch immer so geil, ne? Wenn irgendeiner ist gerade ganz oben an der Spitze, da wird erstmal geguckt, Doktortitel, aha, da machen wir erstmal einen Plagiatsvorwurf. Wie oft gab's denn das schon? Oft. Oder? Ja, aber was willst du mit Silvana auch machen? Ja. Silvana, ohne Doktor. Ja, Silvana, weißt du. Ja, aber guck mal, das sind jetzt auch zwei Personen, wo du einfach sagen musst, ei. Auch wenn, auch Plagiatsvorwürfe hin oder her. Aber hier macht man sich auch einen Kopf. Ist auch manchmal, wo du sagst, Und der gute Mann. Aber also mal ganz ehrlich, ne? Also der hier. Also nicht Rezo. Nee, auch wenn ich gerade sehr gut angehalten habe, sehe ich gerade schon wieder. Also on point, Grüße gehen raus, Rezo. Aber der da hinten, also bevor der hier irgendwas zu sagen hat, ne? Ja, alles gut, aber dann nehme ich eher die. Ja, auch, ja. Ne? Aber trotzdem hat die auch so Sachen, wo du denkst, oh. Ja, die hat halt mal ein paar Versprecher rausgehauen. Ja, am besten ist, dann müssen mehr Bahnhöfe gebaut werden. Ja. Ja, und wie kriegt Rewe hier dann seine Lebensmittel? Ja, mit der Bahn. Ach so, legen wir hier über Schienen. Ja, Schiene. Steht doch nicht im Stau, so eine Schiene. Nee. Ja, siehste. Kandidat von Grüne und... Als ob die Deutsche Bahn pünktlich ist. Ja, okay. Das und CDU. Beide hatten jeweils Stellen in einem Buch, die copy-pasted wurden. Juristen sind sich da nicht so einig, ob das jetzt problematisch ist oder fein. Aber in beiden Fällen finden halt viele Leute, dass das schlechter Stil ist. Zweitens, alle drei Kandidaten, also von SPD, CDU und Grüne, hatten Fehler in ihrem Lebenslauf. In allen Fällen war da jetzt nicht irgendwas aus dem Nichts komplett erfunden, aber halt trotzdem faktisch falsch. Teilweise wurden halt auch... Laschet sei Direktoriumsmitglied der Gesellschaft für die Verleihung des internationalen Karlspreises zu Aachen. Das ist allerdings nicht korrekt. Hatte mal einen Job an einer Uni, der in einem Skandal endete. Dieser Job fehlt ihm. Man muss auch nicht alles mitteilen. Was war bei der ersten, was war hier bei... Laschet denkt sich einfach so, oh Bruder, schwarzer Fleck in meinem Lebenslauf. Lass ich weg. Und hier ist bei drei Organisationen Spenderin, Alumni oder mittlerweile ausgeschieden, schrieb aber Mitglied. Sie sei in einem Zeitraum für eine Büroleiterin in Brüssel gewesen. Sie hatte diesen Job auch in diesem Zeitraum, aber zuerst in Deutschland und dann in Brüssel. Naja, okay. Ja, also da finde ich das schon wilder. Ja. Doch Tätigkeiten weggelassen, die man maybe nicht weglassen sollte. Scholz, Jahreszeitenfehler, statt 1984 mit Studium fertig. Hat den Zivildienst. Das finde ich jetzt ja auch. Das ist Zivildienst, Bruder. Ist und mal, hast mal, ja. Ja, das sollte natürlich auch nicht passieren. Kannst ja mal hier, weißt du. Aber also Studium, ob das jetzt 84 oder 85 fertig war, finde ich jetzt auch. Ne? Also das sehr wack. Ja. Und es sah halt eher danach aus, als ob da einfach was ein bisschen beschönigt werden sollte. Was halt dumm ist, weil. Als ob das nicht auffällt. So, jetzt kommen wir zum letzten Part. Da geht es auch wieder um Verkacker mit deutlich schlimmerer Auswirkung. Wir werden dabei auch nochmal sehen, dass es bei diesen Inkompetenzen nicht um ein paar Unwahrheiten und kleinere Fails geht, sondern um echtes Leid und das Verbauen der Zukunft. Ich wollte nochmal an einem Beispiel klar machen, welche katastrophalen Folgen es haben kann, wenn PolitikerInnen keine Skills haben oder diese zumindest nicht im Sinne der Bevölkerung einsetzen. Dazu gucken wir uns jetzt nochmal Julia Klöckner an. Ihr erinnert euch. Weniger Zucker, weniger Salz. Wir gucken uns zuerst an, was sie denn in ihrer Amtszeit so geleistet hat. Schließlich ist sie ja schon ein paar Jahre Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Sie meinte ja, dass sie so derbe tierlieb ist. Ich will, dass es allen Tieren gut geht, dass Tierwohl sich lohnt. Aber wir hatten ja eben schon gesehen, dass das so semi-glaubwürdig rüberkommt. Aber es gibt für ihre Tierliebe noch deutlich heftigere Beispiele. Zum Beispiel gibt es für Schweine so enge Käfige, in denen sie sich nicht bewegen können. Nicht hinlegen, nicht drehen, gar nichts. Nachbarländer von uns haben das schon in den 90ern verboten und andere EU-Länder haben das schon in den 80ern verboten. Und so wurde auch bei uns in Deutschland vor 40 Jahren 1992 beschlossen, dass das nicht mehr okay ist. Also, das ist längst illegal und das wurde auch nochmal vom Bundesverwaltungsgericht so bestätigt. Das ist zwar illegal, aber viele Betriebe scheißen da drauf und der Staat guckt sich das an und denkt sich, meh.
Also, die Regierungen seit den 90er Jahren, also vor allen Dingen die CDU, aber auch SPD, sehen ständig systematischen Gesetzesbruch und finden das fein. Aber die Julia ist ja erst seit wenigen Jahren im Amt, also seitdem auch erst dafür verantwortlich. Und die guckte auf diese Situation und sie sagte dazu: Wir werden bei der Kastenhaltung einiges ändern. Die Gesellschaft möchte mehr Tierwohl, die Tierhalter wollen mehr Tierwohl und mehr Tierwohl in Stall. Geil! Ach du die also wir wollen mehr Tierwohl und die Tierhalter, ja gut, ja. Also was die wollen, das steht hier zwar auch, aber das können wir ja so nicht sagen. Also, man hat ihr angemerkt so, mehr Tierwohl und dann für die Landwirte das, dann brauchen die mehr Geld. Das heißt, auf der anderen Seite fehlt irgendwo Geld. Und dann also die wollen eigentlich auch Tierwohl. Und können sie aber eigentlich nicht kriegen, weil wenn sie mehr Tierwohl haben. Doch weniger Geld. Also, die wollen Geld. Also irgendwo, ja. Und irgendjemand kriegt dann natürlich weniger Geld, Frank, ne? Da muss man natürlich schlucken. Das ist einfach. Sie muss Andi nochmal holen. Der macht noch ein paar Verträge. Andi kennt sich aus mit Verträgen. Der macht die Fan. Ja, klar, das macht er gleich fertig. Genau. Ja. Das ist ja eine Partei, das wippt. Die macht das schon. Ja. Wenn Andi da den Vertrag aufgelegt hat, dann wird das. Dann ist das quasi fein. Dann haben die Bauern auch wieder Geld. Das heißt, die Regierung sorgt jetzt dafür, dass sich diese Unternehmen an Gesetze halten? Nee, natürlich nicht. Stattdessen hat sie dafür gesorgt, dass das, was 1992 als illegal beschlossen wurde, einfach nicht mehr illegal ist. Erst in 8 bzw. 15 Jahren soll sich daran dann mal was ändern. Aber das Abgefuckteste dabei ist, dass Julia das als Erfolg darstellt. Sie meint, das setzt neue Maßstäbe. Nee, tut das nicht. Der alte Maßstab aus den 90ern war der Maßstab. Deshalb treibe ich den Umbau der Tierhaltung in Deutschland voran. Einen Fortschritt, den wir im letzten Jahrhundert gemacht haben, einfach rückgängig zu machen, ist faktisch kein Vorantreiben, sondern ein Rückschritt in eine Zeit, in der es literally noch zwei Deutschlands gab. Aber okay, es gab auch in den letzten Jahren Fortschritte, beziehungsweise Fortschritte. Aber selbst die kamen nicht von Julia, sondern wurden vorher beschlossen, teilweise 8 Jahre früher. Also auch dafür kann man ihr nicht wirklich Credits geben. Aber warte mal, hat Julia jetzt wirklich nur PR-Fails abgezogen und längst verboten ist Leid wieder legal gemacht? Nee, sie hat den Nutri-Score eingeführt. Das da, kennt ihr vielleicht. Das ist so eine Kennzeichnung, wie gesund Lebensmittel sind. Wir haben einen wichtigen Schritt in der Ernährungspolitik zur Orientierung der Verbraucherinnen und Verbraucher heute getan. Klar kann man da auch Dinge kritisieren, aber da hat sie doch was geschafft, oder? Nee, leider auch nicht. Auch das kam nicht von ihr, sondern war schon vorher festgelegt und vielmehr noch, sie hat sich sogar dagegen gewehrt. Sie hat gesagt, nee, ich beauftrage jetzt erstmal eine Studie, ob das überhaupt was bringt. Ja, und bei der Studie kam dann halt raus, ja, das bringt was, das empfehlen wir. Aber dann hat sie den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von dieser Studie geschrieben und gesagt, dass sie die Ergebnisse doch bitte erstmal für sich behalten sollen. Erst ein halbes Jahr später hat sie diese Studie dann doch der Bevölkerung gezeigt. Aber in der Zwischenzeit hatte sie die Studie stark umgeschrieben und solche positiven Empfehlungen einfach entfernt. So ein Verhalten ist nicht tragbar. Also, auch diese CDU-Politikerin fällt darin auf, dass sie ihrem Job überhaupt nicht gewachsen ist. Aber ich möchte hier nochmal darauf aufmerksam machen, dass es hier nicht um einfach ein paar lustige Fails geht. Denn die wirklichen Herausforderungen von Politik sind viel größer. Gerade der Ernährungs- und Landwirtschaftsbereich ist ein sehr gutes Beispiel, um nochmal zu verdeutlichen, um welches Scale von Problemen es bei Politik geht. Von Landwirten bis zur Wissenschaft sind sich praktisch alle einig, dass wir die Landwirtschaft komplett umstrukturieren müssen. Das hat sehr viele Gründe, auf die ich jetzt hier nicht weiter eingehen kann, aber kurz gesagt sind vor allen Dingen die jungen Generationen hart gefickt, wenn wir nicht sehr schnell sehr viel verändern. Kommt euch bekannt vor, ne? Zum Beispiel werden durch die aktuelle Landwirtschaft weltweit jedes Jahr Millionen Menschen vergiftet, es gehen jedes Jahr 10 Millionen Hektar an Land verloren und die langfristigen Schäden sind unfassbar groß. Die Leopoldina bzw. diese Boys and Girls kommen in einer langen Auswertung zu dem Schluss, dass es jetzt hier einen großen Wandel braucht. 3600 WissenschaftlerInnen unterschreiben, die aktuelle Agrarpolitik versagt in maßgeblichen Themen. Ein großer wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung sagt auch, dass wir jetzt unser Ernährungssystem transformieren müssen. Deren Vorsitzender macht sogar deutlich, dass jetzt die letzte Chance für den Umbau der Landwirtschaft ist. Und die Bauern sehen das ganz ähnlich.
Viele von denen sind absolut am Ende. Jedes Jahr geben tausende Bauern ihren Betrieb auf. Die Suizidrate ist bei Bauern nicht nur überdurchschnittlich hoch, sondern sie nimmt die letzten Jahrzehnte sogar noch zu. Psychische Krankheiten nehmen auch zu. Jeder sechste Landwirt leidet unter Burnout. Die Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen erzählt das hier. Mich erreichen Telefonate von weinenden Frauen und Männern von den Höfen, die nicht mehr ein- und auswissen. Die sagen, ich töte meine Schweine und ich werde mich umbringen. Das ist die Situation. Wir müssen jetzt hier auch gar nicht länger auf Landwirtschaft eingehen. Dieses Beispiel soll verdeutlichen, es geht bei Politik um was. Die Inkompetenzen in diesem Video sind nicht irgendwelche Pannen, über die man sich mal ganz kurz aufregen kann, oder irgendwelche Fails, über die man lachen kann. Es geht bei hohen politischen Ämtern um krasse Entscheidungen, die das Leben von dir und mir stark beeinflussen. Es geht um Entscheidungen, die darüber bestimmen, ob wir in Zukunft noch sinnvolle Lebensgrundlagen haben. Es geht um sau viel Verantwortung. Und zum Glück gibt es viele Menschen, die krasse Skills haben und in ihren Jobs total abliefern können. Auch in der Politik sind nicht alle doof, sondern es gibt eine Menge Leute, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen und damn viel auf dem Kasten haben, um so große Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn man für Leute, die man per Definition kritisch kontrollieren soll, einfach naiv Werbung macht und wenn man illegale Aktivitäten von Unternehmen nicht bekämpft, sondern schützt, dann ist man maybe für diesen Job einfach nicht gemacht. Wenn man ständig die eigenen Ziele nicht packt, Verträge bricht, Studienergebnisse verfälscht und das Gegenteil von dem tut, was man der eigenen Bevölkerung, den Wählerinnen und Wählern explizit versprochen hat, dann ist man vielleicht einfach nicht in der Lage, solche Aufgaben zu übernehmen. Wenn man offensichtlich Steuergelder leichtfertig wegwirft, wenn man entweder das eigene Wahlprogramm nicht mal selbst kennt oder bewusst der Bevölkerung die Unwahrheit darüber erzählt. Und wenn man in Krisenzeiten nicht im Ansatz in der Lage zu sein scheint, die eigene Rolle angemessen auszuüben, dann ist man dieser Verantwortung vielleicht einfach nicht gewachsen. Dieses Video war erst Part 1. Bald kommt Part 2. Peace. Ich bin raus. Heftig. Heftig, heftig. Heftig. Starke Arbeit von Rezo. Beim Renzo. Beim Renzo. Schaut bei Rezo, Renzo und wie seine ganzen Kandidaten heißen, schaut da vorbei. Krass, Mann. Krass, Mann.